Going back in time on the sounds of the nation, it's the Flashback. Hallo und herzlich willkommen bei Happy Luxemburg. Mein Name ist Martina Straten und ich werde Sie in den nächsten 60 Minuten durch die einmalige Erfolgsgeschichte von Radio Luxemburg begleiten. Eine Mischung aus Superlativen, Menschen und Musik. Bisher unveröffentlichte Originalaufnahmen und exklusive Interviews werden Ihnen einen Einblick in die Welt der vier fröhlichen Wellen gewähren. So viel nur zur musikalischen Einstimmung aus Düsseldorf. Wir gehen wieder zurück nach Luxemburg, verabschieden uns. Bis später. Wiederhören. Ihr Max. Die ersten Aufgaben waren zunächst einmal, ein Team aufzubauen. Hinter dem Erfolg des Senders standen Menschen mit Ideen. Camillo, Frank, Jochen, Helga, Edi, Heidi, Susanne, Brigitte, Monika, Axel, Peter, Matthias hießen nur einige der damaligen fröhlichen Wellenreiter. Radio Luxemburg ist für alle da. Mit Musik und viel guter Laune. Vom fröhlichen Wecker über die Funkkantine bis hin zu den Nachtarbeitern beherrschten die Diskjockeys aus dem Studio 4 die deutschen Ätherwellen. Ich bin Rolf, am liebsten spielen wir beide Golf. Doch mahnt der Hund mich mit Gebell zur blauen Stund bei RTL. Jetzt habe ich das alles so schön gelernt. Ah ja, richtig, jetzt kommt ja das Wesentliche, da wartet er auch schon drauf. Was für die ARD der Köpke, ist für RTL Rolf Röpke. Die meisten wurden zu gefeierten Stars. Frank Elstner, Thomas Gottschalk, Dieter Thomas Heck und viele andere Prominente erinnern sich an ihre Anfangszeiten bei Radio Luxemburg. Ich heiße in Wirklichkeit Tim und als ich hier anfing, sagte Camillo zu mir, Tim, das passt nicht, wir haben gerade einen Sprecher, der heißt Tom, Tim und Tom, das ist wie Fix und Foxy, nehmen Sie sich mal einen anderen Namen, was kennen Sie denn noch für Namen, sagte ich, mein Bruder heißt Frank, sagt er, prima, Sie heißen Frank. RTL machte aus Schlagersängern Stars, Udo Jürgens, Vicky Leandros, Heino, Roland Kaiser und viele mehr. Nein, das ist ganz logisch, dass RTL für mich wichtiger war als umgekehrt. Denn RTL, habe ich ja eben schon mal gesagt, RTL hat zu 80%, 90% alle Interpreten gemacht, die heute noch existent sind. Und alle sollten RTL dankbar sein. Die uneigennützig, wenn ich jetzt von den Moderatoren her gehe, uneigennützig alles gesendet haben, ob es jetzt nur Geschmack war oder kein Geschmack war. Also das finde ich, wir haben, habe ich ja schon gesagt, RTL viel zu verdanken. Die Löwenverleihung. Wussten Sie, dass die Idee des Löwen durch einen Stolperer des damaligen Chefsprechers Camillo Felgen entstanden ist und dass der RTL-Löwenkönig Freddy Quinn heißt? Naja, ich würde mich eher als Löwendompteur bezeichnen. Ich habe insgesamt 16 Löwen von Radio Luxemburg bekommen und bin auf diese Summe sehr stolz, denn damit bin ich der höchst ausgezeichnete, höchst dekorierteste Löwenempfänger von Radio Luxemburg. Hans Meiser, Gerd Müller-Gerbes, Willi Knupp, Benno Weber, Biggi Lechtermann, sie alle schrieben RTL-Geschichte und machten Radio in Farbe. Und eine der schönsten Geschichten war, wie ich in einem Morgenbericht eigentlich etwas hätte machen sollen. Und meine Schwiegermutter war am Telefon und ehe überhaupt irgendeiner was sagen konnte, die riefen hier an, wo ich denn bliebe, ehe überhaupt irgendeiner was sagen konnte, sagte sie, mein Schwiegersohn ist schon unterwegs und hier spricht die Oma. Und das war live auf dem Sender. RTL ist das Salz in der Sendersuppe, schrieben die Fachleute damals. Unsere außergewöhnliche Reise durch 40 Jahre Radiogeschichte beginnt jedoch mit dem Hier und Heute. Die vier fröhlichen Wellen wurden 1992 in RTL Radio der Oldie-Sender umgetauft. Seit 1996 sendet RTL Radio aus dem Haupthaus der CLT-UFA auf dem Kirchberg in Luxemburg. Und mit Erfolg. RTL Radio ist die Nummer 1 der internationalen privaten Programme in Deutschland. Ein junges, motiviertes Team arbeitet rund um die Uhr, um die RTL Radio-Hörer mit den besten Oldies und mit Nachrichten zu unterhalten und zu versorgen. Die gute Laune-Philosophie der vier fröhlichen Wellen wird bei RTL Radio weitergelebt. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, Sie hören nun ein Versuchsprogramm von Radio Luxemburg in deutscher Sprache.
Wir senden ab heute jeden Tag von 14 bis 15 Uhr ein leichtes Musikprogramm. Hier ist Radio Luxemburg auf der Mittelwelle 208 Meter. Mit dieser Ansage des Luxemburgers Pierre Nilles alias Peter Perleberg fing alles an. Mit nur einer Sendestunde am Tag. Die Entscheidung, aus Luxemburg ein deutschsprachiges Programm zu senden, beruht auf einem ebenso kuriosen wie unerwarteten Zufall. Weil die Zuschriften deutscher Hörer auf die internationalen Programme von RTL stetig zunahmen, beschloss man, ein leichtes Musikprogramm auszustrahlen. Ein Entschluss, der sich auszahlen sollte. Die Sendezeiten wurden verlängert und aus dem Ein-Mann-Betrieb von Peter Perleberg wurde eine kleine Sprechermannschaft. Im April 1958 hieß der letzte Neuzugang Camillo Felgen. Er war der erste Chefsprecher des noch jungen deutschen Programms. Mein erster Eindruck war, als ich kam, um nun die Frage zu beantworten: Ja, hier muss sehr viel gemacht werden. Das ist alles noch in den Kinderschuhen drin. Wir haben Versuchsprogramme gehabt, aber jetzt geht's zur Sache. Und mir fiel als erstes am 6. April des Jahres 58 war das, fiel mir ein, dass man mal eine deutschsprachige Hitparade machen könnte. Und damit wären wir am Ende unserer ersten Hitparade. Sie, liebe Hörer, sollen bestimmen, welche unter 50 Platten die beste des Monats ist und welche unter 600 Platten die beste des Jahres wird. Es winken angenehme, kostbare und praktische Preise, über die wir Ihnen in einer unserer nächsten Sendungen mehr sagen können. Wir erwarten nun Ihre Entscheidung über die ersten 16 Platten. Und das hat dann so einen durchschlagenden Erfolg gehabt, dass aus 4.000 Ersteinsendungen 8.000, 16.000, 32.000, 64.000 pro Sonntag eingeschickt wurden. Und das war natürlich revolutionär für unser kleines Büro, in dem nur 4 Leute arbeiteten, darunter eine Sekretärin und 3 Sprecher. Und eines Tages sagte Helmut Stolt, man müsste eigentlich für die Hitparade etwas machen, etwas Greifbares machen, dass also die Schlagerstars eine Erinnerung an diese Sendung hätten. Ich ging also mit diesen Gedanken oben über den ersten Stock, auch in diesem Hause, und da haben wir einen großen runden Teppich liegen. Ich hatte es aber etwas eilig, weil ich auf die andere Seite zu Studio 4 musste, stolperte ganz blöd über diesen Teppich und landete in der Mitte dieses Teppichs auf dem Löwen. Und als ich mir diesen Löwen anschaute, dachte ich, das ist es doch. Machen wir doch einen Löwen. Die Löwen von Radio Luxemburg waren geboren. Gewicht 2,5 Kilo, Größe 26 Zentimeter, Innenleben Metall und abwechselnd mit Silber, Gold oder Bronze überzogen. Die Hörer hatten abgestimmt und gesagt, wer ihrer Meinung nach der Beste oder derjenige sei, der ihnen am besten gefallen habe. Und zu Anfang wollten wir mal gar nicht so eine große Schau draus machen. Wir haben die Presse zusammengerufen und das in Frankfurt, im Frankfurter Hof, glaube ich, war das. Und da kamen also zusammen Fred Bertelmann, er für den lachenden Vagabunden, und dann Peter Kraus. Ich erinnere mich deshalb, weil es einen für damalige Verhältnisse einen Skandal gab. Und zwar war es so, ich glaube, man wusste ungefähr, dass ich ihn gewinnen werde, aber es hätte ihn auch gewinnen können, leg mich nicht fest, die Conny, das weiß ich nicht mehr genau. Auf alle Fälle, der Skandal entstand dadurch, dass meine Plattenfirma Plakate drucken ließ, Peter Kraus, Goldener Löwe, Sieger und so weiter und so fort. Und als ich den Goldenen Löwe, als es wirklich gesagt wurde, Peter Kraus, Goldener Löwe, kam, ich weiß nicht wie viele junge Studenten und klebten überall die Plakate hin. Und hinterher hat man natürlich gesagt, okay, das war Schiebung, man hat es gewusst, sonst hätte man keine Plakate gedruckt. In Wirklichkeit war das aber von meinem Management schon, ja, so die ersten richtigen Medienkampagnen. Wer hätte jemals gedacht, dass eine solche Auszeichnung aus dem kleinen Land Luxemburg in den folgenden Jahren und Jahrzehnten auf dem halben Erdball begehrt sein würde? Erstmal geht dieser Ehrenlöwe dieses Mal an eine Dame. Julia Migenes! Tonight, tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say. Die erfolgreichsten Künstler und die schillerndsten Stars kamen, wenn Radio Luxemburg im Frühjahr und im Herbst seine Löwengewinner bekannt gab. Am 14. Januar 1964 um 15.03 Uhr begann für den damals 21-jährigen Tim Elstner das Abenteuer Radio Luxemburg. Als Frank moderierte er zum ersten Mal die Sendung Träume am Nachmittag.
Aber zuvor musste er Camillo Felgen von seinen Talenten überzeugen. Da muss man sagen, der Herr Claude Fischer war in Amt und Würden und er hat mir eines Tages gesagt, er habe einen jungen Mann im Büro sitzen, ich soll doch mal hinkommen und er sei interessiert, eventuell Sprecher zu werden. Ich war ihm damals zu jung, ich habe gesagt, und vielleicht war das mein Glück, sonst hätte er mich nicht eingestellt, dieses Problem mit der Jugend ändert sich von Tag zu Tag. Und da habe ich ihn gefragt, ob er denn eine Ahnung von Schallplatten hätte. Er sagte, nee, er hätte keine Ahnung. Ja, sag ich, wie wollen Sie denn bei uns einen Musiksender? Ja, mir wird schon was einfallen. Daraufhin schloss ich mich die ersten 3 Wochen bei Radio Luxemburg nachts im Archiv ein, habe alle Platten durchgehört, die es dort gab, A- und B-Seite, und nach ungefähr 4,5 Wochen war ich der Einzige, der alle Platten zumindest einmal gehört hat. Und so wurde ich dann das wandelnde Lexikon. Und weiter geht's im Briefkasten von Radio Luxemburg. Diese Postkarte kommt aus der Eifel, aus Schleiden, von Herrn oder Frau Zöll. Warum werden an Feiertagen, zum Beispiel Christi Himmelfahrt, keine Beatplatten gespielt? Das ist doch schließlich kein Trauertag. Gut, das ist wahr. Aber warum zieht man sich zum Beispiel am Sonntag schöner an? Ja, das ist ganz einfach so, wir wollen am Sonntag und an Feiertagen etwas schönere Musik machen, um sie eben dem Feiertäglichen etwas anzupassen. Und zu dieser schönen Musik gehört eben Musik, die melodiös ist und in der Rhythmus nicht vorherrschend ist. Deswegen. Camillo brauchte dringend Verstärkung für sein Sprecherteam in Luxemburg. Er machte die Entdeckung. Ein junger Mann von 26 Jahren wurde eingestellt. Dieter Thomas Heck. Willi, eine weitere Frage. Der nächste Titel heißt Der Salon Tiroler, gesungen von Willi Mo. Frage dazu ist folgende. Wenn man einmal deine Titel genauer betrachtet, so fällt einem auf, dass du an sich, ich glaube, noch nie von Liebe, Herz, Schmerz, Traum, Baum und so weiter gesungen hast. Wie kommt das? Das ist ja einfach, Thomas. Von Liebe und solche Sachen. Ne? Davon spricht man nicht. Man tut das. Das ist eine plausible Antwort. Da kann man jetzt nur noch eines sagen. Bitte Musik. Ab August 1964 moderierte er Hits, die keine werden, Kleines Wort mit großer Bedeutung und andere Sendungen. 1966 verließ Dieter Thomas Heck den Sender, um als Schnellsprecher die Hitparade im ZDF zu präsentieren. Happy Radio. Tja, wie haben wir die Sprecher ausgewählt? Da gibt es verschiedene Beispiele. Helga kam, da haben wir nicht gewählt, sondern sie gleich genommen. Nein, Spaß beiseite. Man hat einen Sprecher ins Studio gesetzt und hat ihm verschiedene Aufgaben gestellt. Im Studio saß ich mit Schweiß in den Handflächen und im Technikerraum, der nebenan war, durch Glasscheibe verbunden, so wie heute eigentlich auch noch, standen Frank Elstner und unser damaliger Chef, Programmdirektor Stolt, was ja da noch nicht mein Chef war. Und Frank stellte mir Fragen, die ich ganz schnell beantworten sollte, ohne nachzudenken. Über seine Sprechanlage. Und ich sollte also eine Verbindung zwischen zwei Platten, deutschen Schallplatten, eine Überleitung erfinden, ohne deren Titel zu sagen. Ich war damals auf Mode, mit Mode unterwegs. Und ich hatte mich so schön gemacht. Ich hatte einen wunderschönen Anzug an, eine lachsfarbene Krawatte, ein ebenso farbenes Einstecktuch. Ich sah aus wie aus dem Modejournal und fand mich toll für dieses Vorstellungsgespräch. Und da kam ich da rein in dieses sogenannte deutsche Büro. Das ganze deutsche Programm bestand nur aus einem Büro. Da hatte man schon alle Postkarten an die Wand genagelt, weil die Tapete so schlecht war. Das war also wirklich ein Müllhaufen, dieser Raum. Und da spielte sie alles ab. Da war das Sekretariat, da waren die Sprecher, da hatten die Sprecher ihre Fächer. Das war das deutsche Programm schlechthin. Und ich komme da rein, da kommt mir ein Häufchen Mensch entgegen. Ich habe gedacht, ich bin irgendwo in den Slums von Luxemburg gelandet. Der Elstner kam mit einem viel zu großen, ungewaschenen Pulli, mit ungewaschenen Haaren, mit nicht gewaschenen Jeans, kam der auf mich zu. Da kann ich irgendwas für Sie tun. Da habe ich gesagt, ja, ich habe einen Termin mit Ihnen. Ah, was? Wie heißen Sie denn? Ich sage, mein Name ist Pützenbacher. Wie heißen Sie? Pützenbacher. Sagen Sie normal, ich verstehe das nicht. Und da hatte ich einen Prospekt für die Agenturen damals und habe ihm diesen Prospekt gegeben. Ich sage, hier können Sie nachlesen, so heiße ich. Dann dreht er sich rum zu den Kollegen und sagt, wisst ihr, wie der heißt? Pützenbacher. Das wollen wir doch jetzt alle mal lernen. Auf 3. Pützenbacher.
Und da habe ich gedacht, so, hier bist du verkehrt, habe meinen Koffer wieder zugemacht, habe mich auf dem Absatz rumgedreht, bin aus der Tür raus. Ich musste ihm dann noch richtig nachrennen und sagen, nee, Jochen, komm, wir haben Quatsch gemacht und nun bleiben Sie mal hier. Und naja, es hat sich ja gelohnt für uns beide. Da war Jochen Pützenbacher und Frank Elstern, hieß es, wissen Sie was, junger Kollege, gehen Sie mal ins Studio 1. Das war das Studio, in dem abends die Engländer sendeten. Tagsüber passierte da eigentlich nichts. Und dann musste ich Probe sprechen. Ich wusste gar nicht, was der erzählen sollte. Die beiden haben mich so unglaublich durch den Mangel gedreht. Ich habe gedacht, was sind das eigentlich für, das sind keine Menschen mehr. Die sind nicht normal. Hinterher hat sich natürlich herausgestellt, es waren unglaublich schöne Kollegen, gute Kollegen. Und es waren zu einem ganz großen Teil meine großen Lehrer, die ich gehabt habe, zu Beginn meiner Berufslaufbahn. Radio Luxemburg wurde für Frank ein Platz an der Sonne. Seine Einfälle und Ideen gaben im Sender den Ton an. Hier Frank, wer da? Die Funkkantine, der fröhliche Wecker und die Starparade, sie alle trugen Franks Handschrift. Halbzeit. Halbzeit in der Luxemburger Funkkantine auf den drei fröhlichen Wellen, der Mittelwelle 208 Meter, der Kurzwelle 49 Meter Band. Bitte? Und der Ultrakurzwelle im Kanal 33 gleich 97 fröhliche Megahertz. Jener Welle, Sie wissen, im Kanal 33 gleich 97 Megahertz, die seit morgens 6 Uhr im deutschen Programm sendet, kommen die Bienenfleißige, die Emsige, die auch noch nach 19 Uhr bei Ihnen, bei uns bleibt, bis ganz genau 24 Uhr, bis zur Tageswende, bis um Mitternacht. Bis zur Geisterstunde. Bis zur Geisterstunde. Hauptsache bleibt natürlich auch im zweiten Teil Musik. Teenies. Musik. 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 Ah, Musik. Du hast immer so eine tolle Art. Dann lass es doch weg. Kann doch halt hier nicht. Studio 4, Dieter. Dann lass es doch weg, wenn du merkst, dass ich es vergesse. Für Thomas eine Verbindung, was ist denn jetzt los? Ja, eine Hörerin oder privat wahrscheinlich? Ja, privat. Ah ja, soll ich doch sagen. Hörerin von Sekunde, privat. Hallo, Thomas, Studio 4. Haben wir jetzt eine Werbung? Die Autogrammadresse von Joe Raphael. Geh raus, mach die Werbung. Piccolo Baden-Baden. Karotten beugen Verdauungsstörungen vor. Auch in Österreich und der Schweiz. Radio Luxemburg war der erste kommerzielle Sender in Europa. Er finanzierte sich ausschließlich durch Werbung und es dauerte nicht lange, bis man vom Persil-Sender oder Radio Omo sprach. Durch und durch drin. Schmutz. Durch und durch raus holt ihn Omo. Omo mit Durchdringungskraft. Hier der Beweis. Der Original-Omo-Knotentest. Ein stark verschmutztes Küchenhandtuch. Da hinein ein Knoten. Ein fester Knoten. Normaler Waschgang, normale Waschzeit. Und das Ergebnis? Der Knoten ist nicht nur außen sauber, sondern auch innen. Mit Omo. Durch den Knoten hindurch sauber. Omo. Die Kraft, die durch den Knoten geht. Omo. Keiner wäscht reiner. Vernetzung, das ist heute so ein völlig normales Wort. Alle, die Werbekampagnen machen, PR machen, überlegen sich, wie können sie vernetzen, wie können sie mit Partnern gemeinsam stärker werden. Und ich glaube, dass wir hier eine ganz wichtige Rolle gespielt haben bei Radio Luxemburg, mit dieser Art zu vernetzen. Um zum Beispiel den Verkehrsfunk aktueller zu machen, haben wir eine Zusammenarbeit mit den Ford-Werken angestrebt. Die haben uns 20 Autos damals zur Verfügung gestellt. Die waren alle auf den Dächern nummeriert. Dazu haben wir Krankenfahrer eingestellt, die diese Fahrzeuge benutzt haben, damit es eben zu den Engeln der Landstraße von AVD und ADAC auch unsere Engel gegeben hat, die Granada-Flotte. Wir haben damals überlegt, was können wir tun, um einen Service zu bieten innerhalb der Autofahrersendung, später dann auch bei allen Nachrichten und so etwas. Und dann wurden erste Gespräche geführt mit dem Innenministerium in Düsseldorf. Und dort damals war der Innenminister Willi Weyer. Und das wiederum war ein guter Freund von Frank Elstern. Der Frank hat dann die ersten Fäden geknüpft. Und ein, zwei Jahre später hatten wir sogar ein eigenes Studio in der sogenannten Nachrichten- und Führungszentrale im Innenministerium in Düsseldorf. Und damit war RTL der absolut aktuellste Sender. Wir hatten auf die Staustufen gemeldet, bevor die Autos überhaupt standen. Ja, liebe Autofahrer, hier meldet sich der Ford Granada 2. Und zwar von der Autobahn 3 Köln Richtung Oberhausen. Zwischen Solingen-Langenfeld und dem Kreuz Hilden staut sich der Verkehr in einem Unfall auf 3 Kilometern Länge. Wir würden Ihnen empfehlen, auf die Autobahn 59 in Richtung Düsseldorf auszuweichen, da diese zurzeit frei ist. Und ein Stau tauchte regelmäßig auf. Ich glaube, der taucht heute noch auf. Und zwar der Stau an der Südbrücke bei Düsseldorf. Also man konnte immer rechnen, dass jeden Tag so 2 bis 3 Kilometer Stau an der Südbrücke bei Düsseldorf war. Und da dachte ich, meine Güte, wenn die armen Autofahrer schon im Stau sitzen, dann unterhalt sie ein bisschen, sprech sie ein bisschen an.
Und dann haben wir erstmal den Stauclub gegründet. Dann, um den Stau ein bisschen zu verkürzen, für die Autofahrer habe ich gesagt, also es war alles fiktiv, habe ich gesagt, naja, heute tanzen wieder die Go-Go Girls an der Südbrücke, Monika am linken Brückenpfeiler, Gisela am rechten Brückenpfeiler und alles hört auf mein Kommando. Also spielte sich viel im Kopf ab. Und dann habe ich mal Folgendes gemacht. Ich wollte mal wissen, wie viele Leute morgens auf der Südbrücke stehen und Radio Luxemburg hören, den fröhlichen Wecker. Da habe ich gesagt, okay, ihr lieben Stauclub-Mitglieder, jetzt alle auf mein Kommando. Bei drei bitte ihren Scheibenwischer an. Denn wir durften damals nicht die Lichthupe die Hupe als solches benutzen, sondern Scheibenwischer. Da habe ich gesagt, oh, und jetzt die Scheibenwischer an. Naja, und dann ging auf der Südbrücke überall an den Autos, an den Fahrzeugen die Scheibenwischer an. Die Power, die wir damals hatten, ich muss dazu sagen, wir haben mal mit einer großen Zeitung eine Kampagne gemacht und die schönste kleine Kneipe in Deutschland gesucht. Über 3000 haben sich beworben und dann hat eine Kneipe gewonnen in der Nähe von Köln-Bonner Flughafen. Und plötzlich rief uns die Polizei an und hat gesagt, Mensch, habt ihr immer gesagt, dass da die kleine Kneipe prämiert wird heute? Wir haben in der Zwischenzeit 14 Kilometer Stau Richtung Siegburg, wir haben in der Zwischenzeit Stau bis Leverkusen, sowas könnt ihr doch nicht machen. Also das waren schon damals ein paar Dinge, wo wir auch Lehrgeld bezahlen mussten. Oder wie wir unsere Freunde in Anführungsstrichen vom WDR, die uns so bekämpft haben, geärgert haben. Wir haben einem Freund 5000 Markscheine in die Tasche gesteckt und haben gesagt, Leute, im Moment läuft rund um den WDR ein Menschen. Und der Erste, der den anspricht und sagt, ich höre RTL, kriegt 1000 Mark. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was los war rund um den WDR. Aber eine tolle Werbung für RTL. Eine recht ungewöhnliche Therapie hat ein äußerst praktischer Arzt aus dem Rheinland entwickelt. Er verschrieb seinen Patienten, hören Sie Helga Guitton von Radio Luxemburg, die verbreitet immer gute Laune und gute Laune ist ja bekanntlich ansteckend. Auf diese Weise hat Helga Guitton eine Menge Hörer von Radio Luxemburg infiziert. Am 9. November 1964 um 10 Uhr feierte Helga ihr Radiodebüt. Die Blonde aus Ostpreußen gewann mit Charme, Stimme und Herz schnell die Sympathien der Radio Luxemburg-Hörer. Ihre erste feste Sendung hieß Tag Schatz, Tag Spatz, ein Duett mit Jochen Pützenbacher. Und dann haben wir ein Pärchen gespielt, so aus dem Alltag, nicht? Mit all seinen Alltagssorgen. Da wurde nur ein Thema genommen, sagen wir mal, wir kaufen uns einen Hund. So. Was soll das für eine Rasse sein? Wo bringen wir denn unter? Wer geht mit dem Gassi? Wer macht was mit dem Hund? Und so, dann haben wir wie ein Pärchen eben halt drüber diskutiert. Ich war so ein Zickendraht, also so ein Spießer. Und Helga war so eine Flockige, die hatte eine Boutique und so. Und ich spielte so einen Typen, ich war an irgendeinem Amt, war ich Amtmann. Und war also so der absolute Spießer. Ich war immer so fürs Bürgerliche, hatte auch eine sehr strenge Mutter. Und Helga war so die Flockige. Und ich hatte einen ganz katastrophalen Chef, der kam auch immer schon mal zu Besuch, hat Helga immer gesagt, um Gottes Willen, lad ein Jahr wieder aus. So, und da haben wir eigentlich eine Stunde immer nur diese Alltagsgeschichten improvisiert. Wir hatten keinen Text, kein gar nichts. Und dann sind wir manchmal aus der Sendung rausgeschlichen und haben gesagt, Gott, jetzt schämen wir uns aber hier zu Tode, weil wir heute hier fabriziert haben, das war so gruselig. Ja, da kamen die Anrufe und die Leute sagten, oh, das war aber lustig heute, war aber schön. Radio Telex Wunschkonzert Luxemburg 2595, Da Capo Viva, um nur einige ihrer erfolgreichen Sendungen aufzuzählen. Ich begrüße Sie sehr herzlich aus dem heute leider etwas verregneten Luxemburg und es ist kühl bei uns und es ist auch ungemütlich. Ja, was haben wir vor mit Ihnen in der ersten Stunde? Wir wollen berichten über die Miss Germany-Wahl, die am Wochenende, also morgen Abend stattfindet und wir wollen darüber berichten, wie umweltbewusst sich die Bürger der Nordseeinsel Amrum zeigen. Und am Telefon als erstes Renate Lenzgen. Guten Tag, Renate. Guten Tag, Helga. Helga Guitton verstand es wie sonst nur wenige, auch brisante Themen aufzugreifen und zusammen mit den Hörern und den Promis dieser Welt zu diskutieren. Ja, habe ich jetzt die Helga dran? Ja, natürlich. Ja, guten Morgen, Helga. Hier ist Adrian Tiburski. Also die ganze Familie Tiburski ist das hier. Ja, ist für den Karel Gott. Für den Karel Gott, ja. Bestellen Sie einen schönen Gruß. Ja, ich höre. Danke. Und das ist besonders für meine Mutter sehr. Ja, Adrian, er hört Sie, gell? Ja. Wie viele Interviews Helga geführt hat, sie weiß es nicht. Sie kann es nur in etwas schätzen. Es waren zigtausend. Angefangen von der grünen Witwe, die sich über fehlende Zärtlichkeit und Langeweile beklagt, bis hin zu Prominenten wie Karl Lagerfeld, Anthony Quinn oder Udo Jürgens. Jetzt zurück zu Amanda Lear. Amanda, was ist Sex? Well, Sex is
easy. Friendship is more precious to me, you know. Sex you can have with everybody, you know. The waiter, the taxi driver, the man who come to repair the television. I mean, if it's something which is purely physical, why? Sie hat gesagt, Sex kann man mit jedem haben, mit dem Taxichauffeur, mit dem Kellner, mit dem Briefträger, wer so gerade des Weges kommt. Er gehörte zu den Männern der ersten Stunde. Seit dem 15. Juni 1963 plauderte er unter dem Pseudonym Jörg. Der Hit-Professor, wie er von seinen Moderatorenkollegen genannt wurde, erkannte schon früh die Trends der Zeit. Als ich in das Büro unseres ehemaligen Programmdirektors gerufen wurde und er mir gesagt hat, Herr Ebner, ich habe mir in der letzten Zeit so Ihre musikalischen Programme durchgesehen und bin der Überzeugung, Sie spielen mir ein bisschen viel Beatles. Wie habe ich gesagt? Ja, Sie spielen mir hier ein bisschen viel Beatles. Wir sind ein Familiensender und es wäre doch besser, mich daran zu halten, also mehr Freddy oder Katharina Valente in der Richtung, das Musikprogramm zu steuern. Herr Ebner, in 3 Monaten spricht keiner mehr von den Beatles, hat er gesagt. Und dann kamen die Rolling Stones und die Beatles sind heute noch. Und da hat mich der Produzent dringend angerufen, Camillo, kannst du rüberkommen und schnell 2 Texte für die Beatles schreiben, die sind nicht mit den vorliegenden Texten einverstanden. Und da habe ich ihm gesagt, wenn ich das übersetzen soll, dann heißt das in Deutsch, sie liebt dich. Hat er gesagt, you're right, okay, okay for sie liebt dich. Und so kamen wir hin. Nachts um 2 war alles fertig, die kamen von der Veranstaltung nach einem guten Abendessen, haben die Gitarren ausgepackt und haben das Lied in deutscher Sprache probiert zu singen, zum großen Protest der Gäste im Hotel, im Georges V. Die haben die riesen Krach, die haben dann Türen geklopft und gesagt, das muss aufhören mit dem Krach und so. Naja, 1/4 Stunde war es dann vorbei, da hatten sie die beiden Titel einmal geprobt. Komm, gib mir deine Hand, das war dann die deutsche Version von I Want to Hold Your Hand und Sie liebt dich, die deutsche Version von She Loves You. 15 war er, als er in seinem Geburtsort Berlin die erste Elvis-Platte hörte. 19, als er nach dem Abitur beim Senat die Beamtenlaufbahn begann. Und er war 21, als er sie beendete. Schuld daran war ein 2. Preis beim Sängerwettstreit, die Lust am Musizieren und der Eindruck, Inspektorenanwärter würden wie Grundschüler behandelt. Achim Graul gründete eine Band von Berufsmusikern, die im Beach Boy Sound von Regensburg bis Bremen tingelte. Bis die Band auseinanderbrach, weil die Schwester des Bassisten den Schlagzeuger heiratete und der nach dieser Heirat nur noch seine Liebe zur Häuslichkeit entdeckte. Achim ging für 1,5 Jahre als Diskjockey nach Kassel, bis ihn ein Zufall zu Radio Luxemburg brachte. Ich mochte immer die Musik. Und ich hörte halt viel Radio, AFN besonders, den Soldatensender, aber auch nachts das englische Programm von RTL. Das konnte man in Berlin empfangen, auch mit einfachen Radioapparaten. Und da gefiel mir eine Platte ganz besonders, die lief sehr häufig und nie haben sie angesagt, wie sie hieß. Und da schrieb ich nach London zum englischen RTL und besuchte die dann sogar einmal. Und es gelang mir auch, die Platte zu besorgen. Die hieß Teen Scene von den Hunters. Und die Sekretärin sagte, Mensch, warum machst du nicht auch sowas wie unsere englischen Disc-Jockeys? Und die brachte mich auf die Idee, mich zu bewerben beim deutschen Programm. Ich sage, gibt's denn sowas? Ich kannte nur das Englische. Und dann fuhr ich nach Frankfurt und von da nach Luxemburg, stellte mich vor und nun ist das alles schon über 30 Jahre her. Das war ein Höhepunkt meiner Arbeit. Charles Conrad war der 3. Mann auf dem Mond nach Neil Armstrong und Edwin Aldrin. Er war in Apollo 12 auf dem Mond und er kam mit seinen Kollegen und den Gattinnen hier nach Luxemburg Anfang der 70er. Sie überreichten dem Herzog und seiner Frau eine Fahne von Luxemburg, die sie mit auf dem Mond hatten. Und da ich nun immer gern und gut, wohl wahrscheinlich relativ gut Englisch sprach, wurde ich hingeschickt, darüber eine Reportage zu machen. Und abends dann im Außenministerium hatte ich Gelegenheit, mit Charles Conrad auch Worte zu wechseln. Er brachte mir die Landung auf dem Mond bei und ich ihm ein paar Worte Deutsch. Une autre question, s'il vous plaît, RTL Allemagne. Hier spricht Achim von den 4 fröhlichen Wellen Radio Luxemburg. Gentlemen, when you were up on the moon there, was one thing which seemed extra dangerous, even to the eye of a non-expert.
I'm talking about the cloud of dust caused by your own engine as soon as you came down to land on the lunar surface. Now, could you tell our technically interested listeners if there are any efforts to make to avoid this in the future? Well, it really wasn't that dangerous. It was more the unexpected. Die Leverkusener Stiefelschlucker waren wahrscheinlich leidenschaftliche Biertrinker, denn ein Stiefel ist ein überdimensionales Bierglas in Deutschland. Da geht wohl, glaube ich, ein ganzer Liter rein. Und in Deutschland kennt man den Ausdruck Stiefelschlucker. Wir haben sie nie persönlich kennengelernt, Leverkusen in der Nähe von Köln. Muss der Ort gewesen sein, wo sie jeden Samstag beieinander saßen und die Ziehung der Lottozahlen am Fernsehen verfolgten. Und es war ihr Hobby, direkt während die Kugeln gezogen wurden oder da ins Glas fielen, zu uns nach Luxemburg auf den Studiotisch anzurufen und die Zahlen durchzugeben. So waren wir die Ersten, die die Lottozahlen bekannt gaben, noch bevor sie im Deutschen Rundfunk dann in der darauffolgenden Nachrichtensendung zum Mitschreiben angesagt wurden. Frank Elstner und RTL waren ihrer Zeit und auch ihrer Konkurrenz immer eine Nasenlänge voraus. Als noch niemand etwas unter dem Wort Marketing verstand, hatte Frank Elstner wie schon so oft wieder die Nase vorn. Hier ein Beispiel, wie er den Sender und das Programm Anfang der 70er Jahre auf der internationalen Funkausstellung vorstellte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist Luxemburg, hier ist Radio Luxemburg. Und Radio Luxemburg ist zu Gast auf der Funkausstellung hier in Berlin. Wir begrüßen Sie ganz herzlich und wir werden Ihnen zweimal am Tag Gelegenheit geben, uns bei einer Live-Sendung zu beobachten. Täglich um 12 Uhr und um 16 Uhr möchten wir Sie einladen, eine Viertelstunde Gast zu sein bei den vier fröhlichen Wellen von Radio Luxemburg. Ich stehe hier im Moment auf dem Dach unseres Funkhauses und ich möchte Ihnen ganz gerne einmal meine Mitarbeiter vorstellen. Insgesamt arbeiten bei Radio Luxemburg etwa 360 Beschäftigte hier in der Hauptstadt von Luxemburg. Beim deutschen Programm haben wir 17 Sprecher, 4 Redakteure, 4 Sekretärinnen, 3 Mädchen, die uns die Programme tippen und natürlich noch ein gutes Dutzend Techniker. Jetzt grüße ich aus Luxemburg. Später sehen wir uns dann in Berlin. Das war Helga. Wir sind täglich zweimal live von der Funkausstellung. Bis nachher. Mein Kollege Jochen. Herzliche Grüße, diesmal nicht von Haus zu Haus, sondern von Luxemburg nach Berlin. Danke, Heidi. Ich wünsche mir, dass von der Funkausstellung viele Hits in alle Welt gehen. Ich hoffe, dein Wunsch geht in Erfüllung, Jörg. Hallo, liebe Gäste. Wir senden zweimal am Tag live. Vielleicht sehen wir uns wieder. Das war Monika. Ich mache bei Radio Luxemburg Dummheiten. Nun lachen Sie nicht, das wird ganz gut bezahlt. Das ist gut zu wissen, Edi. Ich bin der Rolf, man sagt ja, jeder Mensch hat einen Vogel, ich habe zwei. Nun raten Sie mal, wo die sitzen. Einer ist hier. Hinter mir kniet Olaf Steinbauer. Unter mir sitzt der Mann mit der Pfeife, genannt Mike. Wir zeigen Ihnen hier die Mitglieder unserer Redaktion. Über mir steht der Hans. Unter mir sitzt Jürgen Frank. Wir versorgen Sie mit Nachrichten aus aller Welt und sonstigen Informationen. Auf Radio Luxemburg waren alle eifersüchtig, die nicht bei Radio Luxemburg waren. Weil wir waren eine sehr unkonventionelle Truppe. Wir haben fast gemacht, was wir wollten. Die Hörer, die haben uns zum Teil auf den Händen getragen. Es gab keinen Sprecher, der nicht mindestens 3 oder 5 Fanclubs hatte. Wir haben hier im Sender gemerkt, es macht Spaß, zu Menschen nett zu sein und mit Menschen in einen Dialog zu treten. Da gab es das Wort interaktiv noch gar nicht. Da haben die Leute angerufen und sie kamen in großen Gruppen hierher. Ja, die Leute warteten dann um 2 Uhr und dann kam ein Sprecher, der dazu eingeteilt wurde. Der hat sich dann vorgestellt, ich bin der so und so und ich habe jetzt die Aufgabe, Ihnen Radio Luxemburg, das deutsche Programm, zu zeigen. Und wir haben die dann durch das ganze Haus geführt. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Gruppe, die stand in einem kleinen Fernsehstudio von den Kollegen und guckte nach oben und sagte, oh, wie viele Mikrofone und wie viele. Das war gar nichts, das waren einfach nur ein paar Lampen, die da oben hingen. Die Leute waren ganz erschlagen. Das war RTL Radio Luxemburg. Es stand mal eine Frau mit einem Koffer unten vor dem Portal der Villa Louvigné, wo ja unsere Studios waren, und sagte, Axel, zu dir will ich und ich will nie wieder weg. Ich meine, es ist eigentlich nicht sehr lustig, aber ich wollte nur sagen, was für Verantwortung man manchmal auch hat. Und dieses junge Mädchen, die, ich war erst mal perplex, man muss ja auch vorsichtig damit umgehen. Und da habe ich mich mit ihr erstmal unterhalten, habe auch herausgefunden, wo die Eltern wohnen. Und die Eltern wussten gar nicht, dass sie abgehauen ist und wohin. Und dann habe ich sie erstmal hier in Luxemburg in ein Hotel untergebracht und habe erstmal mit der Mutter geredet.
Und also, es war schon. Sie ist dann nachher wieder nach Hause gefahren. April, April, ich bin der Neue. Wer am 1. April seinen Dienst bei Radio Luxemburg antritt, kann eigentlich nicht erwarten, dass er ernst genommen wird. Hans-Joachim Meiser war jedoch kein Aprilscherz. Also die Nachrichtenredaktion bestand damals aus 3 oder 4 Nachrichtenkollegen. Wir hatten 2 Ticker, Deutsche Presseagentur und den Deutschen Depeschendienst. Und wir hatten eigentlich keinen richtigen Kontakt zu Deutschland. Es gab noch kein Korrespondenzbüro in Bonn. Das hat nachher Gerd Müller-Gerbes dann übernommen. Und wir mussten eigentlich alles von den Agenturen übernehmen. Ich gebe auch zu, wenn die Agenturen mal ausgefallen sind, dann haben wir Deutschlandfunk gehört oder Deutsche Welle, haben das mitstenografiert und haben das eine Stunde später auch gesendet. Das ist so 3-4 Mal passiert. Aber es war halt diese Zeit, es war so eine Aufbruchzeit und es ging gar nicht anders damals. 2-tägige Rundreise durch 4 Bundesländer angetreten. Er flog am Vormittag von Bonn aus zunächst nach Baden-Baden. Im Hauptquartier der französischen Truppen in der Bundesrepublik wird er heute Mittag gemeinsam mit Bundeskanzler Helmut Schmidt an einem deutsch-französischen Truppenappell teilnehmen. Am Nachmittag reist Giscard nach Kassel weiter. Vor seinem Abflug war Giscard auf Schloss Gümlich bei Bonn mit Bundesaußenminister Genscher zu einem politischen Meinungsaustausch zusammengetroffen. Am 1. Januar 1971 erweitert das deutsche Programm von Radio Luxemburg seinen Informationsanteil auf 11 feste Nachrichtensendungen pro Tag. Für Eilmeldungen wird das laufende Programm sofort unterbrochen. Das Flash-System eingeführt hat, glaube ich, Olaf Steinbauer, der erste richtige Chefredakteur von RTL Hörfunk, von Radio Luxemburg, wie es damals noch hieß. Und er sagte, es sind so viele Menschen in Urlaub weltweit, über Kurzwelle konnte man uns hören, über Mittelwelle in ganz Europa. Die sind ja hier von Düsseldorf oder Frankfurt oder von Köln aus rund um die Welt geflogen. Überall konnte man damals Radio Luxemburg hören. Und er sagte, die wollen schnell informiert sein. Und dann kam diese Flash-Idee, das heißt, so wie eine Eilmeldung kam, Spätestens 60 Sekunden später war das Programm unterbrochen und die Meldung war draußen. Als die CSU beschlossen hatte, sich von der CDU zu trennen in Wildbad Kreuth, war ich auf dem Wege zu dem FDP-Parteitag, welcher in Mainz stattfand, und ich hörte im Radio mittags um 1:30, etwa auf der Höhe des Verteidigungsministeriums in Bonn, als ich mit dem Auto unterwegs war, dass dieser Beschluss gefasst worden sei. Ich bin fast gegen Baum gefahren, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Und ich bin dann an die nächste Tankstelle gefahren, da war es dann um 2:30, kurz vor 2:30, und habe dann in die Nachrichten rein den Bericht aus Bonn gemacht. Und der Kollege Overdick war damals der Nachrichtenredakteur. Dem wurde über das Ohrmikrofon gesagt, Müller-Gerbes ist an einer anderen Leitung. Und Overdick las diese ganze Geschichte. Ich hatte auf abenteuerlichste Weise eine Verbindung hergestellt in einer Tankstelle, in dem ich mich als Mitarbeiter der Post ausgegeben hatte und selber gewählt hatte. War also drin auf dem Sender. Und um 2:30 haben wir bereits erste Stellungnahmen aus Bonn abgegeben. Die Enttarnung des Kanzlerspions Günter Guillaume, das wussten wir aufgrund der Zusammenarbeit mit unserem dann schon installierten Bonner Korrespondenzbüro und dem Bonner Korrespondenten Gerd Müller-Gerbes etwa 1,5-2 Stunden bevor es offiziell raus war. Wir wussten es, wir durften es nicht melden, weil es war offiziell nichts bestätigt. Und es war wie eine Bombe, was das eingeschlagen hat. Der WDR hat rückwärts Kabolz geschossen, wie ich wesentlich später erfahren habe, dass da plötzlich bei Radio Luxemburg, bei RTL, bei dem Affensender, da war plötzlich einer, der machte politische Berichterstattung so, dass die Leute es verstanden. Keine Fremdwörter, klare, deutliche Aussprache und so, dass man einfach ja mitkriegte, worum es in Bonn ging. Zum ersten Mal begriffen die Leute politische Zusammenhänge. Also es gab Geschichten, die sind unglaublich heutzutage. Wir hatten keine Sekretärin, wir mussten alles selbst tippen. Wir hatten keine Menschen, die uns zugearbeitet haben. Wir haben selbst getippt, selbst geschrieben, selbst formuliert und selbst gelesen. Und es ging immer bis kurz an die Nachrichtensendung ran. Um Punkt 57 kamen die Nachrichten, um 56:30 in den Aufzug rein, runter ins Studio, gerade mal hingesetzt und verlesen. Und plötzlich merkte ich, ich hatte einen Teil der Nachrichten oben gelassen. In Norwegen ist gewählt worden. Da waren die Wähler aufgerufen, eine neue Regierung zu wählen. Und eins steht nun nach der gestrigen Entscheidung fest, es wird eine neue Regierung geben. Und jetzt bin ich hier mit meinen Manuskripten total durcheinander und nun muss ich erstmal suchen, wo es überhaupt angeht. Das kann ich Ihnen ruhig erzählen. Ich habe nämlich offensichtlich ein Blatt vergessen oben in der Redaktion. Das ist also sehr spannend alles. Und nun muss ich mal sehen, wie ich aus dieser Kiste rauskomme hier.
1969 wird der Grand Prix Eurovision de la Chanson ins Leben gerufen. 1971 ist Luxemburg, oder besser gesagt Radio Luxemburg, durch Camillo Felgen vertreten. Bin ich, glaube ich, der erste Luxemburger gewesen, National-Luxemburger gewesen, der am Grand Prix teilgenommen hat. Ja, und dann gab es doch noch einen, der hieß Rudy Carrel. Der war etwas jünger als ich, war Holländer, und der sang dann in seiner Heimatsprache Holländisch. Wir beide waren also ein bisschen Stiefkinder der Sprachen, aber ich kann das eine behaupten, ich wurde Vorletzter, aber der Rudi dafür wurde Letzter. Er bekam also gar keinen Punkt, ich bekam einen Punkt. Und Rudi erzählt die Geschichte, die ich eben erzählt habe, und er hat sie auch so geschrieben, genau umgekehrt. Glauben Sie Rudi in dieser Hinsicht auf jeden Fall nicht, da kann ich Sie ganz schön verkohlen. Der Partykönig von Radio Luxemburg, so betitelte man den ehemaligen Kunsterzieher Peter Paul aus Dillingen im Saarland. Matthias Kings war Lehrer in Saarburg an der Realschule und hatte überhaupt keine Idee, jemals zum Rundfunk zu gehen, zum Fernsehen schon gar nicht. Hat auch nicht in der Badewanne gesungen, war aber Kandidat in einer Sendung von Frank Elstner. Und der hat während einer Live-Sendung dann zu ihm gesagt, sie sollten sowas öfter machen. Dann habe ich zuerst versucht, aus der Schule rauszukommen. Das war sehr schwierig. Die wollten mich nicht gehen lassen. Ist ja sehr schön, aber dann wollte ich dann doch. Und dann bin ich hier hingekommen zu einem Probemonat. Und dann habe ich gesagt in der Schule, Kinder, ich gehe in den großen Ferien dahin. Das merkt kein Mensch. Nachher komme ich dann wieder. Es wusste auch niemand. Und als ich dann im Sender war und mich mit Matthias meldete, riefen Kinder an. Das kennen alle Sprecher von RTL, dass Leute anriefen in der Sendung, und wir hatten uns auch die Zeit genommen, mit denen zu reden. Und da waren ein paar Mädels dran und dann sagten die, heißen Sie nicht etwa Herr Krings? Und ich ganz cool mich verstellt, wieso kommt ihr da drauf? Ja, wir haben einen Lehrer, der heißt so, der hat dieselben dummen Sprüche drauf. Naja. Ja. Und mein Onkel hat mir hier auch noch ein Stück Wurst mitgebracht. Ich nehme an, das stammt aus seiner eigenen Produktion. Darf ich mal kosten? Ne? Ich muss ja erstmal aus. Darf ich mal kosten, bitte? Darf ich mal kosten, wenn es nicht so viel kostet? Schneiden wir doch mal ein Stück ab. Oh, so, okay. Hör mal. Ja? Geschmack ist nicht schlecht. Nee. Nur das Harte da. Mensch, da sind ja richtige Gummistücke drin, sag mal. Ja, du, da kannst du doch mal wieder sehen, wie das Auto so langsam von dem Pferd verdrängt wird. Umgekehrt! Die Frühsendung hat mir deshalb so gut gefallen, weil ich da meinen Freund Aki getroffen habe. Das hat mir das Frühaufstehen eigentlich ein bisschen leichter gemacht. Nee, ich bin Frühaufsteher sowieso. Und beim Frühaufstehen weißt du, du hast ein ganz anderes Publikum als abends. Morgens, die Leute sind in Hetze. Die wollen die Uhrzeit haben, und wenn du sie erreichst, dann nur durch gute Laune oder noch einen Joke. Den kannst du also nicht jetzt irgendwas vom Rad erzählen. Das kannst du nicht. Kannst keine Fadensendung machen, sondern du erreichst sie nur ein paar Sekunden. Und in diesen paar Sekunden musst du gute Laune rüberbringen, sonst hast du deinen Beruf verfehlt. Und wenn dann der Axel kam, dann haben wir zusammen so viel Quatsch gemacht, dass ich eigentlich sagen muss, das Frühaufstehen hat mir nichts ausgemacht. Wir schreiben das Jahr 1978. Sehr schönes Jahr. Es war Dienstag. Ja. Und die Uhrzeit? Ziemlich früh. 7 Uhr und, ja, lass uns 7 Uhr spielen. Das war nämlich die Zeit, als Matthias ging und der Axel kam. Das war der fröhliche Wecker. Und wir nannten es Übergang. Ja, das heißt heute noch die Zeit des Übergangs, ja. Daher stammt das. Und wir haben uns eigentlich begrüßt und verabschiedet immer mit einem Lied. Wobei ich immer sagen musste, er singt natürlich besser als ich. Das ist schon mal eine kleine Entschuldigung. Dafür macht er eine bessere Geräuschkulisse. Ja. Jeder Weg, jede Straße hat irgendwo ein Ziel. Jeder Fluss treibt dem Meer zu. Und endet dort sein Spiel. Sehr gut. Danke. Doch die Liebe, die du gibst. Also nicht du, sondern Nein, die Gisela. Gisela. Ja? Denn das war ein alter Spruch von Axel. In jeder Frau steckt ein Stückchen. Sag's. Dankeschön, Gisela. Eben. Ja. Oh, Gisela. Allerdings, ein einziges Mal konnte ich nicht in den Sender. Da bin ich zu Hause runter in die Garage.
fahre mit dem Auto raus und sofort, als die ersten Räder rauskommen, zack, an den Pfosten, Feierabend, Glatteis, überall in Luxemburg. Ich kam nicht in den Sender, bin ins Bett gegangen, angerufen, zum Techniker gesagt, wie viel Uhr ist es? Und dann hat er das Telefon auf die Leitung gelegt und dann habe ich aus dem Bett moderiert. Jeden Samstag ab 20 Uhr wurde es fröhlich, spannend und unterhaltsam bei der RTL-Party mit Matthias. Jeder, der ein Telefon hatte, durfte und konnte mitspielen, was nicht selten überraschende Folgen hatte. Ja, ich möchte sagen, das war schon ein genialer Fan. Sowas habe ich später, ich habe noch vieles erlebt, aber sowas nie mehr. Der wurde von der Polizei verhaftet. Der Junge wurde verhaftet, weil er, um bei mir in der Party mitmachen zu können, sich ein Gerät konstruiert hatte, ein leeres Glas mit Groschen zum Einwerfen. Und da hat er einen Faden dran und den hat er oben an die Gabel gehängt. Ich versuche das jetzt mal selber zu rekonstruieren. Und dann saß er mit einem kleinen Campingstuhl in der Zelle, in der beleuchteten Zelle, hatte einen Block vor sich und schrieb Spiele und Ähnliches mit und war ständig fit, die Nummer zu wählen und kam auch oft durch. Nur plötzlich wurde er verhaftet. Warum? Weil eine Frau auf der anderen Seite hat ihn beobachtet. Jeden Samstag saß der in der Zelle, schrieb und hatte ein Glas mit Groschen da hängen. Und da stellte sich heraus, die hat die Polizei benachrichtigt, die hat gesagt, da ist ein Spion. Das muss ein Spion sein. Wer setzt sich in der Kälte dahin? Und da wurde der arme Kerl verhaftet und wir haben dann eine schöne Bildreportage mit ihm gemacht und wir haben uns kennengelernt, haben herzlich gelacht, aber ich glaube, in dem Moment, als er verhaftet wurde, war es ihm gar nicht egal. Und ausgerechnet zu der damaligen Zeit gab es auf der Polizeistation, die ihn verhaftet hat, auch noch einen Polizisten, der denselben Namen hatte wie ich, der hieß Krings. Zweimal im Jahr lud Radio Luxemburg die größten Stars zur Verleihung der Löwen von RTL ein. Die erste Löwenverleihung fand 1959 in der Grugerhalle in Essen statt. Nach mehreren Ausflügen auf Kreuzfahrtschiffe bekamen die Löwen ihr festes Domizil, die Dortmunder Westfalenhalle. Ach, damals war das eine tolle Sache. Ich meine, heute ist auch noch toll, einen goldenen Löwen. Also es würde mir nichts ausmachen, wenn ich mit der neuen CD wieder einen bekommen würde. Aber damals, glaube ich, war es noch was Größeres, weil Radio Luxemburg mit dem Goldenen Löwen auf dem Schlagersektor, zumindest für die Musik, die ich machte, also die etwas für jüngere Leute, kann man sagen, der einzige Sender war oder der tonangebende Sender. Also in der, das hatte für mich schon die höchste Auszeichnung, war für mich schon der Löwe gewesen. Wenn einer einen Löwe bekam, da war er schon was. Ja, meine Löwen, die ich geschrieben habe, die haben alle mit D angefangen. Und zwar du, der kleine Prinz, der Junge mit der Mundharmonika. Der Produzent Peter Orloff, der auch unter uns ist, hat vorhin zu mir gesagt, es erinnerte mich an die erste Hitparade. Er sagte, geh rauf und sing. Ich hab's getan, das möchte ich für Sie jetzt auch tun. Dankeschön. Naja, ich habe alle Löwen gerne, bin ein Raubtiermensch, aber wenn man von einem Lieblingslöwen sprechen sollte, dann müsste ich 100 Mann und einen Befehl erwähnen. Das ist nämlich ein Problemlied gewesen. Mit diesem Lied war ich in den neuen Bundesländern, damals in der DDR, ungefähr 30 Jahre verboten, weil es falsch interpretiert wurde. Dieses Lied ist ein Antikriegslied, also gegen Gewalt, gegen Kämpfen, gegen Töten. Und die haben es so dargestellt, dass man eine Werbung für die Bundeswehr machte, was natürlich völliger Quatsch ist. Und hier im Westen hatte ich Schwierigkeiten. Man sagte, jetzt muss der auch noch Protestlieder singen. So, in dieses Mikrofon wird jetzt gleich unser nächster Gast singen, nämlich der, der heute Abend hierher gekommen ist, um sich ebenfalls einen Löwen abzuholen. Und der, der im März dieses Jahres hier auf die Bühne gekommen ist und es immerhin fertiggebracht hat, dass sich der Direktor von Radio Luxemburg einen Löwen abgeholt hat. Eine Sensation. Ich habe diesen Löwen bekommen von einem Zirkus. Ich sage ganz ehrlich, sie wollten diesen Löwen also loswerden, ihn in ein Zoo bringen oder vielleicht sogar töten. Und ich habe gesagt, das kommt nicht in Frage. Jetzt mache ich einen Gag und stifte diesen Löwen Radio Luxemburg, sprich dem Zoo von Luxemburg. Und die Reise dorthin war eine Sensation. Es sprach sich herum,
an der Grenze standen Hunderte von Menschen und das wurde natürlich publiziert. Radio Luxemburg hat erzählt über Sender. Also jetzt kommt Freddy Quinn und der bringt den Löwen. Das ist also ein Wahnsinnsgeschehen gewesen. Hitparade zweites Halbjahr 1972, Radio Luxemburg. Für Jürgen Markus, der Goldene Löwe, für sein Lied Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Jürgen, herzlichen Glückwunsch. Ja, natürlich gibt es einen wertvollen, das ist der erste, wie eine goldene Schallplatte. Die erste war es der Goldene Löwe, denn der war im gesamten Showbusiness eine der größten Auszeichnungen, die je ein Künstler hat erreichen können. Ob es aber war, Cliff Richard war, also es war ja nicht nur Deutschland, sondern es war Gesamteuropa, war glücklich, wenn ein Künstler den ersten Löwen erreichen konnte, ob es Silber, Bronze war oder Gold war. Das hat nämlich auch dem Künstler so einen Schub nach oben gebracht. Das heißt also, da sind die Gala-Gagen gestiegen und da wurde der Künstler eigentlich mal wirklich ernst genommen. Der Bronzene Löwe von Radio Luxemburg geht für geträumt an Roy Black. Herzlich willkommen, Roy Black. Ja. Hey. Ich habe 13 Löwen, das sind so Marksteine auf dem Weg. Man erinnert sich, wenn man das Ding sieht, man sieht die Zahl drauf und das Lied und das Datum, sagt man halt, das war da. Mein zweiter Löwe, mein silberner Löwe, den habe ich bekommen für Lieb mich ein letztes Mal. Und damals führte also wieder das Programm der Frank und der Thomas Gottschalk und all die Cracks. Und es war klar und deutlich angesagt, keine Zugaben. No, null und never. Und wir hatten dann drei Titel eingeprobt. Und ich bin dann nach dem letzten Titel, obwohl die Leute Zugabe forderten, von der Bühne runter. Dann hat Frank versucht, wieder weiter zu moderieren, das ging nicht. Dann hat der Thomas versucht, der Jochen versucht, wieder der Frank, wieder der Thomas. Und dann kam der Frank zu mir und sagte, tut mir leid. Oder es ist noch nie passiert, du musst nochmal raus. Und da haben wir einen Titel mal wiederholt und dann haben diese 14.000 Leute gestanden mit Feuerzeugen und haben diesen Auftritt skandiert, also begleitet. Und dann schrieben die großen Zeitungen in Deutschland, A Star is Born. Und das war also ein Gefühl für mich, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Als Rosi Mittermeier den großen Medaillensegen bekam in Innsbruck, kam der Frank einen Tag zuvor auf die Idee und sagt, du, die Rosi brauchen wir hier. Und jetzt war ich aber in Innsbruck immer bewacht von Polizisten, weil da gab es mal Morddrohungen. Die waren noch in der Siegerehrung, da hat man die vom Podest runtergenommen, rin in den Wagen. Und da bin ich dann von der österreichischen Polizei, also von meinen Bewachern im VW, an die Grenze gefahren worden mit Klaus Meyer. Es war so geheim, es durfte niemand wissen, bis auf den Trainer, ich glaube Meyer hat er damals geheißen. Am Flughafen war schon bereits ein Learjet gestanden von Radio Luxemburg oder irgendwoher mit Frank Elsner. Dann ging der Jet nach Düsseldorf, in Dortmund durfte man auch wieder nicht landen. Und dann hatten die gesagt, was ich gern essen, ist mir gar nichts eingefallen. Da dachte ich, na, Apfelstrudel mit Vanillesoße. Und ich stand mit dem ganzen Programm allein, weil Elsner war selbst in Innsbruck. Das hat er sich ja nicht nehmen lassen, die Rosi selbst da zu klauen und die ganze Reise zu begleiten. Da hatten wir die in dem Learjet diesen Apfelstrudel serviert. Der hat mir riesig geschmeckt und es war natürlich damals für mich ein Erlebnis, schon alleine in so einer kleinen Maschine zu fliegen. Ich stand in der Westfalenhalle und es musste ja minutiös getimt sein. Ich hatte ja nur ein Programm, irgendwann hört ja das schönste Programm mal auf. Und ich habe mich im Flugzeug umgezogen. Da war in meiner Tasche alles drin, nur keine Schuhe. Jetzt hatte ich solche Schlappen nur. Und als sie dann in Düsseldorf gelandet waren, da waren wir natürlich aus dem Peterwagen. Ich hatte ein Telefon neben der Bühne und der Frank rief immer an und sagte, du, jetzt sind wir hier in dem Wagen und jetzt fahren wir hier aus Düsseldorf raus und jetzt sind wir schon in Richtung Dortmund unterwegs. Mach dir keine Sorgen, ich komme. Und dann bin ich in diesen Schlappen, dann in dieses Polizeiauto dann dorthin gerast. Ich dachte mir, Mensch, die sind ja wahnsinnig. Klaus Meyer immer dabei und der war ganz ruhig. Ich mein Programm weitergemacht. Und ich hatte die letzte Nummer, das war Mireille Mathieu. Mireille Mathieu hatte 4 Titel. Dann habe ich Mireille Mathieu angesagt und es war noch weder ein Frank Elsner, noch ein Rosi Mittermeier, noch irgendwer in der Halle. Und das war der große Schlusspunkt dieses Programms. Und uns hat es ja nicht belastet, dass die schon ewig auf uns gewartet haben. Und da habe ich dann nachher gehört, dass die Mireille Mathieu schon
drei oder mehrere Zugaben gesungen hat und die immer auf uns gewartet haben. Ich sagte, du lieber Gott, wie ziehst du jetzt, bis die da sind? Du kannst die Nummer doch nicht sterben lassen. Und nach zwei Titeln musste ich der Mireille Mathieu den Mantel abnehmen. Die hatte so einen großen Mantel um, musste ich auf die Bühne den Mantel wegnehmen. Und indem ich den Mantel abnehme, gucke ich hinter die Bühne und da sehe ich den Frank mit der Mittermeier durchgeschwitzt und die Zunge hier unten hängen, in die Halle rennen. Na, dann kamen wir dahin, direkt hin, gleich rein. Sie müssen sofort auf die Bühne. Na, und dann kam aber Rosi Mittermeier wirklich auf diese Bühne. Ja, und da ist die Halle explodiert. Ob ihr es glaubt oder nicht, hier kommt Rosi Mittermeier! Und dann kam da ein Ablauf von dem Abfahrtslauf damals in der Lizum. Aber das, was noch das Lustigste war, den sollte der Klaus Meier kommentieren. Aber es war eine andere Läuferin. Und das haben wir gemerkt. Wir haben es aber nie gesagt und der Klaus hat es auch nicht gesagt, der hat es mitgespielt und hat diesen Lauf, ich weiß es nicht mehr, wer das jetzt war, aber von der anderen so kommentiert, als ob es ich sei. Also da auf der Bühne hat dann der Frank Elsner was gefragt, was ich jetzt für einen Wunsch hätte. Wenn Sie jetzt einen ganz privaten Wunsch hätten, den wir Ihnen erfüllen könnten, so einen ganz kleinen, was würden Sie sich wünschen? Ja, ich mag ganz gern Tiere, vielleicht einen Hund. Ein Hund? Ja. Ein Hund? Jetzt hat er mir versprochen, einen Bernhardiner. Aber ich habe ihn noch nie gekriegt, aber wir haben inzwischen einen Hund. Lieber Frank, wenn du das siehst, und wir brauchen keinen mehr. Die Sprecherkonferenz, von Frank Elsner eingeführt. Einmal in der Woche versammelten sich sämtliche Sprecherinnen und Sprecher im großen Konferenzsaal, um Manöverkritik zu üben. Angesprochen auf das Thema fielen die Reaktionen sehr unterschiedlich aus. Ich habe vor meiner ersten Sendung nicht so viel Schiss gehabt wie vor diesen Konferenzen, denn da gab es das aufs Brot. Also wenn man da, und man hat ja öfter mal, also ich zum Beispiel habe öfter mal so auch daneben gegriffen in der Diktion, wie man neudeutsch sagt. Die wöchentliche Sprecherversammlung war das tierischste, was es überhaupt gab. Wir hatten damals einen Programmdirektor, der hieß Helmut Stolz. Also heute habe ich eine relativ kurze Frisur, weil ich vor zwei Tagen im Friseur war. Der schickte mich alle sechs Wochen zum Friseur. Und ich sagte dann, ich mache doch kein Fernsehen. Sie gehen zum Friseur, sonst sind Sie weg vom Sender. Ich habe das bis heute nicht verstanden. Wahrscheinlich hat das den Ton gedämpft oder so. Diese Lockenpracht, die ich damals hatte. Beispielsweise, wenn man mal den falschen Titel spielt. Ich habe von Georg Danzer, habe ich mal Heute Nacht machen wir es gut gespielt. Das war vielleicht nicht so gut in dem Moment, aber nachher wurde es ein Hit und da war auch auf der Löwenverleihung. Aber als ich ihn spielte, fand man das nicht so gut. Irgendwo kriegt ja jeder sein Fett weg. Nur wenn du mich heute fragst, ich fand das völlig in Ordnung, weil ich damals sehr jung war und eine Menge daraus gelernt habe und eine Menge daraus mitgenommen habe. Natürlich wurde dann wieder kritisiert von jemandem, dass ich um eine Ecke gesagt habe oder mit dem Fahrrad um eine Kurve, aber das war okay. Oder dass ich zu lange geredet habe, wie jetzt. Auch bei Radio Luxemburg gab es Pleiten, Pech und Pannen. Die Hörer nahmen es den Stehgreifplauderern jedoch nicht übel. Hier ein paar lustige Beispiele. Irgendwo in Niedersachsen, Neustadt am Rübenberge. Eine Stadt, die man nicht kennen muss, aber die gibt's. Da waren wir zu Gast und da hatte die Zeitung, mit der wir ja immer zusammengearbeitet haben, vergessen, das in der Zeitung bekannt zu machen. Niemand wusste, dass wir kommen. Und der Hugo, der geht in den Saal und findet niemanden. Ein Riesensaal, wir hatten ein wunderschönes Programm, ein Orchester mit fünf oder sechs Musikern, Sänger und was das Zeug hielt. Nur keine Kandidaten, nur kein Publikum, kein gar nichts. Und dann hat der Hugo gerufen, der damals Programmdirektor war, und gesagt, Herr Elsner, hier hört's für mich auf. Und wie Frank so war, hat er gesagt, Hugo, lassen Sie sich was einfallen. Die Kandidaten waren das Orchester, applaudiert hat das Orchester, es wurde nur auf der Bühne gespielt und es gab zwei Stunden Sendung. Und die Leute haben gedacht, da sind wahnsinnig viele Leute und die mussten natürlich die fünf Musiker für zehn grölen, aber haben die alle gemacht. Also ich war mal verabredet mit dem O.W. Fischer und er sollte zu seinem Geburtstag kommen. Das war, glaube ich, der 70. oder der 60. Ich kann mich nicht mehr so genau, es war ein runder Geburtstag. Und er hatte mir fest zugesagt und er kam nicht.
Und da habe ich einfach den O.W. Fischer selbst gemacht. Ich war also gewissermaßen der Interviewer und auch der O.W. Fischer. Und das lief so gut, dass also der Frank oben in seinem Büro das gehört hat und rumtobte und sagte, warum hat mir keiner erzählt, dass der O.W. Fischer im Laden ist? Ich muss ihn doch begrüßen. Und dann kam er runter mit dem großen Strauß Blumen, machte die Tür auf und suchte den O.W. Fischer. Und dann sagte ich, der sitzt unterm Tisch. Das war Happy Luxemburg, die Erfolgsstory der fröhlichen Wellen von Radio Luxemburg. Ich hoffe, ich hatte Ihnen nicht zu viel versprochen und Sie haben, so wie ich, 60 unterhaltsame und interessante Minuten verbracht. Vielleicht wurden Erinnerungen wach an eine schöne Zeit mit RTL oder Sie erfuhren so manches bisher ungelüftete Geheimnis. Meine Kollegen von RTL Radio und ich möchten uns jedenfalls sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse bedanken. Ich verabschiede mich stellvertretend für alle mit einem herzlichen Happy Luxemburg. Verstehst du, Matti? Das muss eigentlich so sein, dass wenn man morgens mal zur Toilette muss. Moment, jetzt wird's interessant. Ja, ja, alles hebt den Kopf. Aber wirklich, ich habe noch nichts Falsches gesagt. Nein, doch, bitte, nochmal. Wenn zusammen, man morgens bitte zur Toilette muss, was ja ist dann? Also, das Radioprogramm muss so gut sein. Karin, pass auf, wie er jetzt aus dem Satz rauskommt. Jetzt. Das Radioprogramm muss so gut sein, dass man glatt vergisst, wenn man morgens auf Toilette gehen muss. RTL ist Radio Luxemburg. Oh, that's it. Thank you very much.